Ja, guten Tag, wir spielen heute mal ein bisschen mal wieder Sim Airport. Ja, wir haben natürlich wieder nicht richtig gewirtschaftet und wurden pleite. Und diesmal wollen wir alles besser machen. Mit einem zweiten Gate. Und ein tolles Update war in der Zwischenzeit. Und nämlich alles auf Deutsch. Ihr seht hier schon oben, $450.000 Kontostand. Da stand auch was anderes. Und wir starten jetzt einfach mal. Vieles kennen wir natürlich schon. Wo sind die Weihnachtsmänner? Bin ich aber enttäuscht. Keine Weihnachtsmänner mehr. Und wir gucken jetzt erstmal Flüge. Flugmanagement. So nennt sich das jetzt auf Englisch. Und wir gucken den Unterzeichnungsbonus. Also 12.500. Aber wir nehmen natürlich hier die dicksten Verträge. Bewertung. Ja, dann nehmen wir mal die beiden hier. Aerotam. Alle annehmen. Sind mal so. Oh, mein Scheiße, war jetzt schon voll. Bup. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Warum wird hier alles versperrt? So, dann haben wir ja noch ein Vormittags übrig. Nachmittags fliegen natürlich auch welche. Von Aero an Gate 1. Den hier Afson Air. Afson Air nehmen wir. Alle annehmen. So. Und der fliegt hier und da bleibt als am Anfang das alles ein bisschen unbesetzt. Auf jeden Fall wollen wir natürlich auch Nahrung kaufen. Nicht Nahrung, hier diese Bar oder was das ist. Wie heißt das hier? Ja, große Bar, kleine Bar. Das ist kreativ ohne Ende. Große Bar, kleine Bar, ich meine, so hieß das auch vorher. So. Ungültige. So, und hier machen wir das direkt nochmal dahin. Zweimal große Bar. Und direkt Leute. Staff. Mitarbeiter verwalten. Kioskplanung. Sind natürlich nicht. Damit wir direkt alles einsparen, sind die natürlich nicht im, in dem Zeitraum, wo nicht geflogen wird. Dann passt man bei mir alles an, weil nachts braucht hier gar keiner Essen oder was, ne? Aber noch nie wieder das gehört. Hier natürlich nicht. Ein, so, so, so. Und wann geht der letzte Flug? Um 7 Uhr machen wir da alles. Null. Vielleicht ist das auch irgendwie wichtig, aber erstmal wollen wir Geld sparen. Und hier möglichst wenig Personal haben. Gut, wir haben jetzt schon 355.000, 450.000 Euro einfach nur verbraucht durch so eine Kacke. Ja, okay, Flüge haben wir natürlich, aber trotzdem. Dann machen wir hier direkt hier ein Gate hin. Und wir brauchen ja jetzt schon ein zweites Gate. Hat man immer ein kleines Gate, 20.000 Euro. Machen wir hier mal hin. Und jetzt können wir hier direkt hier eine Verbindung machen. Ich hoffe mal, da geht einfach so einfach. Da wäre natürlich Bombe. Nee. Der Rollweg geht einfach hier drauf, ne? Wir haben letzten Mal nur jetzt versucht, mal das irgendwie hinzukriegen. Ich hoffe mal, das geht. Da bin ich super. Dann hätten wir direkt ein zweites Gate. Okay, die Fleißigen, die sind natürlich wieder dabei. Zugewiesener Check-In-Schalter. Zweimal angeschlossener Rollweg an die Vordersitze erforderlich. Ein Rollweg zumindest einer Startlandebahn erforderlich. So, requires a door to the terminal on ground floor. Okay. Ich meine, auf Deutsch alles aus, das ist schon mal ganz schön. So, das Ding. Gate-Schalter brauchen die. Brauchen wir. Ein Gate-Schalter. Objekte, ne? Gate. Schalter. Den machen wir einfach hin. Achso, eine Tür. Eine Tür wäre auch nicht schlecht, ne? Das würde ich jetzt auch einfach mal so sagen. Weil. Also, das ist ja schlecht, ne? Bauen wir eine neue Tür.
Haben wir eine Tür. So, auch Tür haben wir fertig. Blockiert durch Gate S. Gar nicht, die sind hier komplett auseinander. Muss an bestehender Wand oder im Innenbereich angebracht werden. Wir haben hier eine Wand. Demontieren. Demontieren. So. Oh, so eine Schiebetür. Mindestens ein zugewiesener Check-in-Schalter erforderlich. Den haben wir. Ein zugewiesenes Gate ist erforderlich. Ach so, ach so. Zuordnen zu. Und dann hier hinzuordnen. Schließen. Ach so, hier. Personal. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ich Bauarbeiter, Ramp Agent, Hausmeister, Personal. So, anwählen Personal. Da sitzt dann jemand jetzt auch direkt. So, so, so. Da müsste gleich eigentlich richtig viel Plus kommen. Ich habe auch Angst, irgendwie Geld zu investieren. Bin ich ganz ehrlich. So, Gate XL, ja, das haben wir jetzt noch nicht, ne? Super Aliens. Aliens, ja, Aliens. Sag mal, so ein XL Gate ist natürlich auch ein bisschen groß, ne? Gate. Das ist ein bisschen sehr groß. Ja, hier würde passen, aber ein bisschen schwierig zu erreichen, ne? Dann schauen wir mal, dass hier auch mal hier Flug kommen. Und irgendwo kann man da auch in Benzin Geld reinstecken. Kommerzielle Preisgestaltung. Lege die Preise fest, die Fluggesellschaften eigentlich zahlen müssen. Sei vorsichtig, einige Fluggesellschaften kostenempfindlicher als andere Fluggesellschaften. Fluggesellschaften können sich entschließen, nicht mit dir zusammenzuarbeiten, wenn deine Preise zu hoch sind oder eine Flughafendienstleistung die Kosten nicht rechtfertigen würde. Start-, Landebahn-, Nutzungsgebühr. Wie viel eine Fluggesellschaft bezahlen muss, um deine Runways zu verwenden, pro Nutzung. Aha. Dann sagen wir es mal. Ihr müsst Nutzung 500 Euro. 100 Euro mehr. So, und jetzt mal Preise geschaltet. So, deswegen. Das will ich auch mal hier irgendwie auch nachmittags, abends Flüge. So, hier kommt auch ein Flieger jetzt. Und da geht's dann auch ab. Minus, minus. Hunger. Umwelt. Information, Ausruhen, Blase. Okay. Toiletten haben wir hier. Ja, Hunger, könnte er hier. So. Getränke. Informationen. Flughafen-Info-Anzeige. Dann brauchen wir sowas, wenn das hier hilft. Und dann packen wir einfach hier. Wenn das hier jemand hilft. Drei Unzufriedenheit. Langeweile, also was willst du hier machen am Flughafen? Jetzt hier Snooker oder was? Soll ich hier Snooker hier aufstellen? Versorgung, Bau. Deko. Tolle Topfpflanzen, ne? Das können wir auch schon von anderen spielen. Ja, würde ich mal sagen, das war's dann erstmal. Jetzt die dritte Runde mittlerweile. Die hat ja ein bisschen besser geklappt als die Runde davor. Hoffen wir mal, dass das so klar ist. So bleibt. Bewertet den Teil und bis zum nächsten Mal. Tschüss.